Hi, mein Name ist Simon und willkommen bei Dowski Bricks. Ich war heute im Müller unterwegs und habe eigentlich durch Zufall dieses Set hier gesehen. Das ist die Lego 60305. Der Autotransporter kostet 29,99 Euro, hat 225 Teile mit zwei Minifiguren. Wie ich jetzt im Nachhinein gesehen habe, ist exklusiv bei Müller zu erhalten. Ich habe ihn mal mitgenommen, ich habe mir gleich mit dazu die 60285, den Sportwagen, sind 89 Teile, eine Minifigur. Den findet ihr auch im Prospekt von Lego. Wir kennen ihn alle, wir lieben ihn. Meiner fällt schon auseinander. Aber ich finde es nicht so schlimm. Der ist hier auf Seite 59 zu finden. Hier oben, ganz klein, super Wagen, 14 Euro, vielleicht auch eines dieser coolen Sets. Ich weiß nicht, warum Lego so viele tolle 10 Euro Sets rausbringt. Also für uns als Kunden natürlich super, aber für 30-40 in groß gibt es das vielleicht auch. Thema Autotransporter, gab schon viele Jahre keinen mehr, deshalb habe ich mir den auch gekauft. Da gab es einen älteren mal, den sieht man hin und wieder mal auf eBay, der ist aber relativ teuer. Ich habe jetzt gedacht, ich nehme den mal direkt mit. Laut Lego bekommt man da auch drei Fahrzeuge drauf. Ich baue den jetzt mal auf und dann zeige ich euch mal, was der so kann, ob der gut ist, ob der schlecht ist und ob, wie Lego verspricht, drei Fahrzeuge drauf passen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Ich habe mich gerade eben dazu entschlossen, noch ein kleines Unboxing zu machen, weil ich gedacht habe, vielleicht ganz spannend mal zu sehen, ist doch ein relativ großer Karton auch, also im Vergleich zu dem Auto, dass man es mal sieht. Schon ein bisschen größer, ich bin ein bisschen überrascht. Sieht von der Seite so aus, hier ist nicht viel. Hier hinten die Funktionen des Sets, also kann man auf- und abladen, ist so beweglich. Hier oben einmal die Minifiguren. Und nichts Spannendes. Ich finde es ganz cool, oder warum ich es jetzt auch mal mitgenommen habe. Okay, das kleine Messer ist nichts. Da nochmal ein Auto dabei ist, also gut, 30 Euro. Ist jetzt auch nicht gerade günstig für zwei Autos, aber so LKW und Auto, da habe ich gedacht, na, wieso eigentlich nicht? Wie wir sehen, ein paar Sticker. Das geht hoffentlich drauf. Zwei Anleitungen. Einmal für das Auto. Dann natürlich noch einmal für den LKW. Zwei dieser dicken Plates. Eins, zwei. Vier Tüten, also einmal ein bisschen laut vielleicht jetzt, eine Tüte, da ist vermutlich der Sportwagen drin, Tüte 2, vermutlich Zugfahrzeug, die 3, dann ein bisschen bunter und die 4. Ich baue die Sachen auf und dann zeige ich euch mal, wenn das Set fertig aufgebaut ist.
kommen wir jetzt zu den Details des Sets oder der beiden Sets. Gerade eben habt ihr so eine kleine Timelapse gesehen, wie ich die erste Tüte von dem Autotransporter-Set gebaut habe, und zwar dieses orangene Auto. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn euch das gefallen hat, dann mache ich zukünftig sowas auch öfter, auch für andere Modelle, natürlich auch für das ganze Modell. Ich wollte das jetzt mal testen, wie das für mich ist mit dem Aufbau, also wenn ich das filme beim Aufbau, und auch wie das dann im Schneiden, ich habe das ja bei meinen Stadtvideos schon mal gemacht. Jetzt nochmal auf ein Lego-Set bezogen, schreibt mir das wirklich mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt, mache ich es wieder. Wenn ihr sagt, braucht ihr nicht, müsst ihr nicht sehen, euch reicht dann, wenn ihr dieses Review sozusagen, dann lasse ich es auch einfach weg. Mach mal einen Test. Die Minifiguren nehme ich weg, zeige ich wie jedes Mal kurz vor Schluss. Kommen wir zu den beiden Sets mit den drei Fahrzeugen. Ich beginne mit dem Sportwagen. Einmal hier, wunderschön in hellblau. Kurz nochmal, bevor ich es vergesse. Das ist die Anleitung, was mich etwas überrascht hat an dem Set. Der Aufbau ist in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Für so ein kleines Set finde ich es ein bisschen viel. Hat mich ein bisschen überrascht, aber ging natürlich schnell. Der ist in wenigen Sekunden zusammengebaut. Ne? Fokus. Jetzt. Genau. Sieht so aus. Hat keine Sticker dabei. Hat aber auch keine Prints. Sehr, sehr simpel. Ist von hier hinten sehr, sehr cool. Ich versuche mal, dass es so ein bisschen spiegelt mit meinem Strahler. Das sind so rote Lichter. Und hier oben drinnen, das ist auch ein roter, also ein Transclear Red Stein, der so eine Bremse darstellen soll, die ja bei so Sportwagen manchmal so unter dem Spoiler ist. Ist ganz cool gebaut auch hier vorne. Bietet einen Sitzplatz mittig. Also ist so gesehen nichts Besonderes, was ein bisschen cool ist. Dass man die Spoilerposition verstellen kann. Also der Spoiler hängt dann so zwei Armen, die kann man so rauf und runter fahren. Kann man so ein bisschen anwinkeln. Ich bin nicht der Autofan, wie die, wo mich schon länger verfolgen, wissen. Ich weiß nicht, in welchem Winkel der normal ist. Ich lege den so hin. Ich glaube, aber die können auch ein bisschen höher sein. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall das Set. Finde ich ziemlich cool. Vor allem für 10 Euro. Ne? Das ist das Auto, welches bei dem Autotransporter mit dabei war. Etwas simpler gehalten, finde ich von vorne ziemlich cool, weil da diese Bricks da dabei sind, wo so hochgehen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber ist so ein bisschen kantiger, aber finde ich nicht unschöner. Ah, was ich noch erwähnen will, achte auf die Felgen, normale Standard-Lego-Felgen. Das hier sind, für mich sind es ein bisschen besondere. Die habe ich falsch schon drauf gemacht. Ich zeige es euch hier. die sind so schwarz. Das schließt auch hier sehr, sehr schmal ab. Also da ist nicht viel Luft dazwischen. Finde ich ziemlich cool. Also hat Lego echt gut gemacht. Ich stehe natürlich viel simpler damit gehalten. Das ist mir jetzt halt aufgefallen, deshalb, weil ich auf sowas eigentlich nicht achte. Was natürlich auch auffällt, das ist mir wirklich aufgefallen. Die Motorhaube und die Abdeckungen sind natürlich nicht gebaut. Das sind einfach nur so schwarze Abdeckung, das finde ich fast ein bisschen schade, weil da geht halt viel verloren. Natürlich ist es gewisserweise einfach. Hier ist es die Abdeckung fürs Dach, ne? Also, das hat ja Lego oft. Aber ich finde es halt hier für das Auto ein bisschen schade. Das hätte man auch bauen können, dann wäre da ein bisschen mehr Pfiff, glaub, drin gewesen. Aber auch hier so ein kleiner Spoiler-Ansatz. Ah, Fokus. Kleiner Spoiler-Ansatz. Ah, ist schon ganz cool gemacht. Will ich jetzt nicht mehr so viel meckern. Also, Hauptteil ist natürlich der LKW. Hat hier... wir kommen gleich zum Wichtigsten und zum Besten. Diese Klappe lässt sich runterfahren. Und das hier auch. Ich finde das so klasse. Und das läuft so smooth. Das sind nur Pins und zwei Technikachsen. Also auf jeder Seite. Das ist so... Ey, ich finde es genial. Ich zeige es euch gleich nochmal. Wir werden die Fahrzeuge drauf halten. Hier ist so ein kleiner Standfuß, den kann man rausfahren. Das wird hier so rausgeklickt. Das ist die Zugmaschine. Sehr einfach gebaut, aber auch ganz cool. So auch hier mit diesem Farbdesign noch. Bisschen das Grün rein. Autohaul. Haul, habe ich noch nie gehört. Ist mir jetzt auch in der Lego-Welt so neu.
Das Teil hier, weiß ich nicht, ob es das schon, ach, oder so, ist das schon mal irgendwo gab. Ich hatte das jetzt auch so noch nie. Na. Fokusknopf gedrückt, dann klappt's. Noch nie so gesehen. Gab's aber bestimmt schon mal irgendwo. Ja, ja, jetzt. Ist aber eigentlich ganz cool. Also finde ich gut gelungen. Hauptteil ist natürlich diese Ladefläche hier oben. Platz für zwei Autos mit diesen Halterungen. Da halten auch die Autos drinnen. Hinten ein bisschen Licht. Kann hier so runterklappen, reinfahren. Hier ist alles umbaut. Also hier ist auch kein Fach oder so drin, was man jetzt vielleicht vermuten könnte, da in der Lego-Welt ja gerne mal so Fächer und so drin sind. Ist nichts. Das ist unnötig bunt gebaut hier unten, sieht man aber eigentlich auch nicht. Da ist es eigentlich nicht so daher ist es nicht so schlimm. Und noch ein bisschen gelb. Aber wie gesagt, das ist einfach das Beste. Und es läuft so smooth damit. Das ist wahrscheinlich wirklich das Spielset in dem Katalog des Jahres. Also ich kenne die anderen noch nicht, aber allein, dass ich ganz einfach das machen kann, dann schnappe ich mir mein Auto. Es kratzt hier. Hatten wir an den Straßen schon. Ich reg mich da nicht mehr drüber auf. Ich finde es nur ein bisschen schade. Hier finde ich geht's noch. Fährt hier rein und hält eigentlich schon in der ersten Dinge, braucht ein bisschen Widerstand und fährt dann da relativ problemlos mit bisschen Kraft hoch. Nehme ich mein zweites Auto, fahre das auch hoch, mache dann hier so zu. Steck den mal ein bisschen nach vorne. Zugmaschine ist jetzt nicht so wichtig, nehme ich ein weiteres Auto, das ich aus dem Skatepark habe. Skatepark-Video verlinke ich euch mal oben. Auch sehr sehenswert und fahre dann das rein. Das ist auch hoch genug, das dodgt unten nicht an. Fährt dann hier rein, mache ich zu, fertig. Genial. Ich finde das so klasse. Das steht da einfach. Man kann das Auto auch tauschen. Also alle, die diesen Abstand haben, das Polizeiauto passt da oben auch drauf. Theoretisch könnte man sich auch, das habe ich mir auch schon überlegt, also das Set mir nochmal holen, einfach weil es klasse ist. So, ich habe es keine, weiß ich nicht, 2 Stunden. Und überlege schon, was ich damit machen kann und dann einfach so einen Autotransporter nehmen und vollladen mit dem Polizeiauto. Ich meine, die kosten ja auch nur 10 Euro. Wenn die mal im Angebot sind, gibt es die auch mal für 7, 8. Und einfach mal so ein Anhänger mit 3 so Polizeiautos durch die Stadt fahren lassen. Sieht sicher auch cool aus. Die Idee versuche ich mal nicht zu vergessen. Ich baue den jetzt wieder ab und dann zeige ich euch noch die Minifiguren. Und ganz zum Schluss dann noch das Fazit. Kommen wir noch zu den Minifiguren. Wir beginnen wieder mit dem Sportwagen. Einmal diesen jungen Herrn. Standard City-Figur, wobei ich finde, der Print auf dem Torso. Entweder mir ist der noch nie so aufgefallen oder der ist neu, aber der wirkt irgendwie satter oder neuer. Ich weiß es nicht. Also dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es den schon mal gab. Ich glaube auch, den gab es schon mal, aber ich bin mir gerade wirklich nicht ganz sicher, Also ich finde den echt gut, auch von dem in dem anderen Set, also im Autotransporter ist das hier der Fahrer des Transporters. Auch der Torso-Print, ohne der große Profi zu sein, kommt mir neu. Na, sieht ein bisschen doof aus, weil die Mütze so ein bisschen verschoben ist. So. Kommt mir irgendwie neu vor. Sieht aber ganz sauber aus, hat kein Wendegesicht. Die andere Figur hat auch kein Wendegesicht. Ist ganz cool. Dann noch die Dame aus dem Cabriolet. Einmal so. Bei dem Torso bin ich mir auch nicht sicher, ob er neu ist. Die kommen mir aber alle so bekannt vor. Ich bin mir trotzdem nicht sicher. Die Dame hat auch noch ein Wendegesicht mit dieser Sonnenbrille. Ganz cool. Also ich finde es ganz cool. Steht den Sets ganz gut. Und ich würde sagen, ich komme dann jetzt auch gleich zum Fazit. Abschließend kann ich zu dem Set nur sagen, dass ich mehr als begeistert bin. Ich denke, ihr habt es in meiner Set-Vorstellung schon gehört, dass ich diese Funktion hier und die Tatsache, dass ich hier die Autos so reinstellen kann und dass das hält, echt
klasse finde. Für jedes Kind ist das Set super zum Spielen, weil es einfach auch mal einen Spielwert bietet. Es ist ein einfaches Set, es kostet nicht die Welt. Okay, 30 Euro ist jetzt auch nicht gerade billig, aber man kriegt auch ein bisschen was dafür. Das ist nicht wie viele andere Sets, wenn ich jetzt überlege, der Skatepark, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ich verlinke das auch mal hier oben. Kostet gleich viel wie, okay, das muss ich wegstellen, so. Wie das. Da verschenke ich lieber das, weil da hat das Kind wirklich einen Spielwert. Es kann hier seine Autos da drauf parken. Es kann viele andere Autos, wo es vielleicht schon hat, wie, ich habe es gezeigt, das Polizeiauto. Vielleicht hat es auch schon den komischen Skatepark. Benutzen kann, das da draufstellen. Hat eine riesen Gaudi da dran. Da geht es wirklich vorwärts. Das macht wirklich Spaß mit dem Set. Auch Erwachsene, ich meine, jeder, der eine Stadt hat, so wie ich, braucht einen Autotransporter. Ich baue gerade an einer Garage, danach will ich noch so eine Tuning-Werkstatt mit einem Autoverkäufer. Gibt es ja auch dieses City-Set. Ich glaube, Tuning-Werkstatt heißt es sogar mit dem Namen. Noch mocken und auch ein bisschen umbauen und mir so einen kleinen Autoverkäufer in die Stadt stellen. Der braucht natürlich sowas. Also da braucht man sowas, sowas fährt natürlich rum, sowas sieht man jeden Tag auf der Straße irgendwo in Deutschland rumfahren. Da bietet sich natürlich sowas an, wenn man das dann noch so hat und in der Form und dann, das ist ein Must-Have. Und deshalb verstehe ich auch nicht, wieso Lego das Müller exklusiv gibt. Also nichts gegen den Müller. Aber für mich ist das immer so eine Drogeriekette. Da kaufe ich Parfüm, das ist wie so ein kleiner DM. Gut, mittlerweile gibt es auch bei uns in Reutling, wo ich ja herkomme, Müller-Galerie, da gibt es auch sehr viele Spielwaren und da habe ich das auch gekauft. Das ist eine große Abteilung, auch mit DVDs und allem. Aber wieso gibt man das denn nicht dem Fachhandel? Oder tut das in den normalen Lego-Katalog rein? Der macht da so ein Bündel, der nimmt den, das Ding kostet bei Lego direkt einen 30er. Schmeißt noch das Auto dazu, für wo nochmal ein 10er kostet, sagt hier das zusammen, 35 Euro ab. Beste Geschenk, wo es gibt. Ich verstehe es nicht, warum man das exklusiv einem Müller geben muss. Gut. Mir ist jetzt egal, ich hab's, klar. Ich bin kein Lego-Händler, ich muss mich darüber auch nicht aufregen. Ich finde es nur ein bisschen schade für die ganzen Händler da draußen. Ansonsten kann ich zu dem Set nichts Negatives sagen. Das wäre meine klassische 10 von 10. Klar, irgendwo hätte man noch eine Box mit reinbauen können, dass das hier unten nur Lego-Steine, also ich habe es vorher gar nicht richtig gezeigt, das sind halt nur Lego-Steine. Da hätte man mal noch eine Box reinbauen können, wo man was ablegen kann, wie so Hütchen und so. Hat Lego früher ja ganz gern gemacht. Da ist vielleicht ein bisschen Potenzial. Dann ist es immer noch eine 9 von 10. Aber das ist ein perfektes Set für jeden. Also damit kann man jeden erfreuen, weil es halt auch so simpel ist. Der kleine Sportwagen für einen 10er, der ist auch mitgenommen. Das ist so... Vielleicht so ein bisschen Quengelware, wenn ich nicht weiß, was ich überhaupt schenken soll, dann kaufe ich ihm den. Ich werde den sicherlich auch noch ein, zwei Mal holen. Also, ich glaube nicht, dass es mein letzter sein wird, weil die einfach cool sind. So mit dem Spoiler. Wenn es den natürlich noch in verschiedenen Farben geben wird, ist ja mal die Idee für Lego. Kleine Sets mit billigem Preis in 3-4 Farben. Den verkaufe ich auch in 4 Farben. Wenn es den noch in den Dunkelgrün geben wird, würde ich den auch nochmal kaufen. Aber gut, das sind alles Dinge, um die muss ich mich nicht kümmern. Ich freue mich, dass ich die Sets habe. Dass sie so genial sind und dass sie für meine Idee oder für das, was ich mit Lego vorhabe, und zwar meine Stadt bauen, so gut reinpassen. Schreibt mir gerne mal einen Kommentar unten dazu, wie ihr die Sets so findet, wie ihr das so, oder was ihr so von dem Transporter haltet, von dem kleinen Auto. Vor allem den Transporter werden wahrscheinlich noch nicht allzu viele kennen, weil er ja nicht im Lego-Katalog auch drin ist. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Lasst ein Gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!